Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Podcast Sei einzig, nicht artig. Heute zum Thema Mut. Mein Name ist Silke Alpert und ich stehe an deiner Seite als deine Holistic Business Mentorin für deine Einzigartigkeit, für deine Strahlkraft, für deine Power, die du jetzt umsetzen kannst und vollkommen mutig in der Welt für dich einstehst. Es geht um das Thema Mut und ich habe dir heute auch den Success Code, die Zahlenreihe für Mut mitgebracht und ich möchte vorher mit dir, bevor wir da in diese Zahlenreihe eintauchen, noch einiges mit dir besprechen. Also let's do it. In wie vielen Momenten in deinem Leben warst du schon mal ganz, ganz mutig? Bist du dir dessen bewusst und hast du dir einmal die Zeit genommen, das auch für dich zu reflektieren? Denn ich bin mir absolut sicher, dass es ganz, ganz viele Momente in deinem Leben gibt, in denen du so richtig mutig vorangeschritten bist, in denen du für dich eingestanden bist. Und auch wenn diese Momente lange, lange zurückliegen, ist es einfach so, dass es diese Momente gab in deinem Leben. Und was hält dich jetzt in deiner aktuellen Situation davon ab, mutig für dich einzustehen? Okay, vielleicht tust du das auch. Ja, ich unterstelle dir jetzt hier gerade etwas, dass du es nicht tust. Doch ich erlebe immer wieder Menschen in meinen Coachings, in meiner Gruppe, die wirklich ein bisschen damit strugglen und selten wirklich diesen Mut, dieses Vorangehen, diese Power in sich spüren. Und was ist da passiert? Warum ist das so verschütt gegangen? Bei dir kann ich das jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen. Häufig habe ich, wenn ich mit Menschen spreche, eine Vorstellung, ein Gefühl davon, was passiert ist in deinem Leben, wo du quasi diesen Mut verloren hast, für dich einzustehen. Diesen Mut, voranzugehen, so ein Leuchtturm zu werden. Und jetzt könntest du sagen, ah, Silke, wir können jetzt aber nicht alle Leuchttürme sein. Doch, jeder Mensch darf strahlen und jeder Mensch darf in seiner Brillanz, in seiner Schönheit strahlen. Wie würde sich denn die Welt verändern, wenn wir alle beginnen zu leuchten? Würde das auch eine Auswirkung haben auf dein Umfeld, auf deinen Garten, auf die Lebewesen, die dich umgeben? Natürlich. Und es ist so wichtig, dass wir dorthin zurückkommen, dass wir mutig diesen Weg gehen dürfen. Und du darfst natürlich auch Momente haben, an denen es dir nicht so leicht fällt. Und dennoch darfst du dir sicher sein, dass dieser Mut immer noch in dir drin ist. Denn diese Gefühlsprägungen, genauso wie Liebe, Hass, Zorn, Wut, Lust, Freude, das ist alles in dir. Und die Frage ist, wie sehr lebst du deinen Mut gerade aus? Und mutig Dinge umzusetzen, ohne die Erwartungshaltung zu haben, dass etwas passiert und schon gar nichts was Besonderes, das ist echt eine Herausforderung. Und viele Menschen können das nicht so gut. Ich lade dich also ein, hier in diesem Podcast einmal zu schauen, an welchen Stellen darfst du noch viel, viel mutiger für dich vorangehen. Und ich betone dieses für dich. Wie viel mehr darfst du für dich mutig einstehen? Denn das haben wir in der letzten, vergangenen Folge schon gehabt. Diese Entscheidung für dich selbst hat einfach immer diese Auswirkung nach außen. Und bitte reflektiere jetzt in den nächsten Worten, die ich spreche und in den nächsten Sätzen schon einmal für dich, an welchen Stellen du dir jetzt gerade viel, viel mehr Mut wünschen würdest. Wo wünschst du dir mehr Mut? Und vielleicht hast du auch Situationen, die noch in der Zukunft liegen. Ein Gespräch, ein Projekt, was du umsetzen möchtest, wo du denkst, boah, ja, ich würde mir wünschen, da so richtig mutig voranzugehen. Dann hol dir das jetzt schon mal ganz präsent in das Hier und Jetzt, während du diesen Podcast hörst. Und wir aktivieren quasi gleich mit der Zahlenreihe deinen Mut in dir. Ja, jede deiner Körperzellen wird sich denn daran erinnern, dass sie total mutig voranschreiten kann. Und dazu lade ich dich ein. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle
eine ganz tolle Zahlenreihe und sie ist relativ lang. Also du hast sehr viel Zeit, wirklich diesen Mut in dir zu aktivieren. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn du mir hinterher eine Bewertung dalässt, wenn du mir auch ein Feedback schreibst, wenn du in die Facebook-Gruppe kommst, um dort mitzuteilen, was das mit dir gemacht hat, was diese Zahlenreihe auch im Nachgang dann noch bewirkt hat. Denn weißt du, ich sitze hier und ich nehme diesen Podcast auf und ich stelle dir das alles zur Verfügung. Und wie schön ist es denn, wenn ich von dir erfahre, was es auch in deinem Leben bewirkt hat. Ich kann mir das alles vorstellen und ich weiß ja auch, was es in meinem Leben schon bewirkt hat. Doch mein Herz klopft und hüpft ja noch viel, viel höher auch, wenn ich das von euch, von dir erfahre. Ja, also sei so gut und schreib mir da sehr, sehr gerne, was das mit dir gemacht hat. Und ich hoffe, dass du jetzt so eine Situation hast, in der du dir entweder in der Vergangenheit viel mehr Mut gewünscht hättest oder etwas, was du in der Zukunft vorhast, wo du jetzt schon weißt, da muss ich meinen ganzen Mut zusammennehmen. Und die Anleitung, ja, wie du damit umgehst mit der Zahlenreihe, wenn das eine Vergangenheitsgeschichte ist, also du etwas vor Augen hast, wo du dir denkst, boah, Alter, wäre ich da mutig, hätte ich da wirklich mal Nein gesagt, wäre ich da für mich eingestanden, hätte ich. Ja, dann führ dir diese Situation vor Augen, mach dir das nochmal ganz bewusst, stell dir vor, dass es wie so eine Leinwand ist, die vor dir diesen Film nochmal abspielt, indem du dir diesen Mut bei dir selbst gewünscht hast. Das heißt, du siehst dich wie eine Schauspielerin auch oder ein Schauspieler auf dieser Leinwand. Und mit jeder Ziffer, die ich gleich sage, veränderst du diesen Film. Ja, du aktivierst mit jeder Zahlenreihe quasi diesen Mut, den du dir damals gewünscht hättest und du veränderst die Situation gedanklich. Okay? Und wenn du jetzt ein zukünftiges Projekt vor Augen hast, also etwas, was noch in der Zukunft liegt, was du vorhast, ein Gespräch, was du führen wirst oder auch ein Projekt, was du umsetzen möchtest, wo du ganz, ganz viel Mut dir wünschst, auch dann stellst du dir das schon auf dieser Leinwand vor. Und du siehst dich mit jeder Ziffer immer mutiger werden und du projizierst mit deinen Gedanken das bestmöglichste Ergebnis, was du in der Zukunft erreichen wirst, wenn du so richtig mutig voranschreitest, okay? Das heißt, Leinwand, entweder vergangenes Ereignis drauf, ja, nochmal an die Stelle spulen, an der du dir mehr Mut gewünscht hättest und in der Zukunft, du visualisierst schon, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn du da stehst, wenn du da sitzt, wenn du den Telefonhörer in der Hand hast. Und mit jeder Ziffer, die ich dir gleich sage, wirst du entweder mit der einen oder mit der anderen Situation in dir selbst und auch in der Projektion deiner Figur, die du ja siehst auf der Leinwand, also deiner Spiegelung, wirst du diese Aktivierung des Mutes merken. Und du schaust mal ganz intuitiv, wo jede Ziffer hinfließen möchte in dein System. Vielleicht stellst du sie auch um dich herum. Also sei da ganz intuitiv, steuer das nicht, sondern schau, wo jede Zahl sich platzieren möchte. Jede Ziffer, jede Zahl, die ich dir gleich sage, ist hell erleuchtet und sie aktiviert einfach deinen Mut. Und so wie du es jetzt gerade erkennst, ist es vollkommen richtig. Auch hier habe keine Erwartungshaltung und erwarte schon gar nichts etwas Besonderes. Es kann auch sein, dass sich gar nicht viel zeigt. Es kann auch sein, dass du gar nicht so viel körperlich wahrnimmst. Alles ist vollkommen okay. Du kannst den Podcast ja noch ein paar Mal anhören und vielleicht hast du nächstes Mal ein ganz anderes Gespür dazu. Okay, also ready? Diese Zahlenreihe ist relativ lang. Und sie hat einen Abstand, in dem ich wieder sagen werde, atme. Und ich gebe dir dann ein bisschen Zeit, dass du auch nochmal fein justieren kannst in der Visualisierung dieses Ereignisses. Ja, und du nimmst einfach nur wahr. Und ich lade dich jetzt ein, dir einmal dein vergangenes oder auch dein zukünftiges Ereignis vorzustellen. Stell dir vor, dass es sich vor dir auf einer Leinwand projiziert.
Du siehst es und du kannst auch ein bisschen hin und her spulen. Und du siehst dich auch in dieser Situation. Du nimmst also ganz gemütlich Platz in einem Kinosaal. Und diese wunderschöne Leinwand stellt jetzt dieses Ereignis dar. Und du siehst dich in diesem Ereignis, vergangen oder auch zukünftig. Und du konzentrierst dich auf dieses Ereignis. Alles andere blendest du jetzt einmal aus. Und du nimmst wahr, wie sich mit jeder Zahl dein Mut aktiviert, wie jede Zelle beginnt zu leuchten, wenn sie diese Ziffern hört, und du spürst und du nimmst wahr, dass dieser Mut immer mehr in dir aufsteigt und du die Situation veränderst, so justierst, als wenn du in deiner vollen Kraft, in deinem vollen Mut stehst. Und du nimmst wahr die 5, 9, 8, 6, 8, 1, 9. Atme. Null, sechs, acht, 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 neun, eins, vier. Atme und nimm wahr, wie du mutig alles vollziehst, jede Handlung, wie dieser Mut in dir aktiviert worden ist. 5, 9, 8, 6, 8, 1, 9, 0, 6, 8, 8, 8, 9, 1, 4. Wow! Diesen Mut, den du vielleicht so lange schon nicht mehr gespürt hast. Er ist da. Und du kannst ihn vergrößern. 5, 9, 8, 6, 8, 1, 9. 0, 6, 8, 8, 8, 9, 1, 4. Und nimm einmal wahr, wie es dir jetzt geht. Nimm einmal wahr, wie es sich anfühlt, wenn du all deine zukünftigen Projekte voller Mut beschreitest, wenn du deine vergangenen Erlebnisse, in denen du dir mehr Mut gewünscht hättest, jetzt auf dieser Leinwand verändern kannst. Über die Aktivierung deines Mutes mit der Zahlenreihe, mit diesem Code. Und lass diesen Gedanken zu, ja, es darf leicht gehen, es darf einfach sein, es darf geschehen. Du hast es verdient, das Allerbeste in diesem Leben zu leben. Und ich lade dich ein, deinen Mut zu aktivieren, um mutig durch dein Leben zu gehen. Durch alles, was dort noch auf dich wartet. Und du darfst gerne noch ein bisschen in diesem Gefühl bleiben und auch diesen Mut genießen, über die 5, 9, 8, 6, 8, 1, 9, 0, 6, 8, 8, 8, 9, 1, 4. Und ich wünsche dir heute und in jedem Moment den Mut, den du brauchst, um für dich einzustehen, um dein Leben zu lenken, um Entscheidungen zu treffen, um voranzugehen, um deine Einzigartigkeit nach außen strahlen zu lassen. Ich wünsche dir heute den schönsten Tag deines Lebens und ich freue mich auf eine Nachricht von dir. Ich freue mich auf eine Bewertung, auf einen Kommentar für diesen Podcast und auch für dieses Video. Und
Schau gerne vorbei in der Facebook-Gruppe, teile dich mit und erzähl mir, was dieser Success Code, diese Mutreihe mit dir jetzt gemacht hat. Ich freue mich, von dir zu hören und sende dir ganz, ganz warme Herzensgrüße. Deine Silke.